Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe in der Zwischenzeit fast 2.500 Interviews machen dürfen mit vielen Experten, Professoren, Ärzten, Wissenschaftlern und Forschern. Und etwas, was ich immer wieder merke und spüre, ist eine gewisse Art von Verzweiflung bei vielen Fachkräften. Und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, mit zwei Experten mal zu sprechen über diese Verzweiflungsgefühle, die ich da habe, inwiefern das wirklich unsere Mediziner, unsere Ärzte auch wirklich trifft. Und diese zwei sind heute da. Einerseits der Dr. Med. Dietrich Klinghardt, herzlich willkommen bei uns in der Schweiz. Und auf der anderen Seite die Swiss Mountain Klinikleiterin, Frau Dr. Petra Wichel. Ganz herzlich willkommen. Danke, Alexander. Ja, habe ich recht mit meinen Gefühlen, dass wir hier eine gewisse Art von Verzweiflung haben bei vielen Ärzten? Wie ist so dein Gefühl, liebe Petra? Also ich denke mir, das ist schon so, natürlich, selbstverständlich. Ich habe ja selber fast 20 Jahre als Landärztin gearbeitet und einer der schönsten Berufe dieser Welt, den es überhaupt gibt, aber er wird dir auch nicht gerade leicht gemacht, weil wenn man in einer Kassenarztpraxis tätig ist, dann heißt es schon unglaublich viel Organisation und Fürsorge, die eigentlich bei einem Durchlauf von 30, 40, 50 und mehr Patienten am Tag in bestimmten auch Grippezeiten sind es fast bis an 80 gewesen. Dazu noch die Vielzahl der Hausbesuche. Das ist schon eine Bürde, die wir da zu leisten haben. Und das war für mich eine Zeit, wo ich sagte, keine Sekunde hätte ich jetzt eine Sache missen möchten. Und dennoch wurde der Druck unglaublich groß, weil die Medizin sich immer mehr dahin eigentlich bewegte, nur noch die Symptomatik dieser Patienten doch zufriedenzustellen. Und dafür ist man als Arzt, finde ich, nicht angetreten. Aber das Leben bedrängt einen, dass es ziemlich schwer ist. Ich habe immer früher sehr, sehr, sehr die Heilpraktiker so geschätzt. Ja, auch geschätzt, weil dort ist der Patient hingegangen, der hat für diese Leistung bezahlt und der hat auch eine gewisse Eigenmotivation mitgebracht, weil das hat Geld gekostet. Ich habe als Kassenärztin aus diesen mir bleibenden 15 Minuten sehr oft eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde gemacht, aber mein Honorar blieb immer nur bei 15 Minuten und das war das, was persönlich in dieser Arbeit war, dass man also zwei Drittel der Hausbesuche überhaupt nicht bezahlt bekam, dass man überhaupt nicht die Zahl über 1.500 Scheine bekam. Aber das ist ja nicht das, wozu ich Arzt geworden bin. Das war nicht für mich das ganz große Problem. Es war mir so traurig um die Menschen, dass wir nicht mit einer anderen, sag ich mal, auch flächendeckenden, größeren Ärzteschaft ausgestattet sind, dass gerade so dieser wunderbare Beruf des Familienarztes gar nicht mehr Förderung erfährt und dass die Ausbildung der Ärzte als auch die Fürsorge und Fortbildung der Ärzte ausschließlich heute orientiert ist durch die Industrie. Das heißt, der Pharmavertreter sagt Ihnen, was Sie zu tun haben, was jetzt das Beste wäre. Und aus diesem System bin ich ja schon als Kassenärztin sofort ausgestiegen. Das heißt, es war mir traurig zu erleben, einen Stammtisch zu besuchen, der das 25.000. Blutdruckmittel meinte, das muss ich jetzt nehmen und die anderen sind alle nicht mehr gut. Und da habe ich für mich entschieden, ich werde 30, 40 Fortbildungen im Jahr besuchen. Ich werde sie für mich finanzieren. Ich werde nicht den Stempel bekommen der Punkte, die die Ärztekammer von mir benötigt. Aber ich möchte weiterkommen. Ich habe Fragen, ich will sie klären und ich habe einen Anspruch und der Patient kommt zu mir, weil er eine Lösung möchte und nicht nur eine vorübergehende. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, daran krankt die Medizin enorm, dass wir selber unsere Patienten haben, die diesen Anspruch an uns haben, aber dass wir mittlerweile einen riesengroßen Durchlauf von Menschen haben, die es nie anders gewöhnt sind als eine symptomatische Therapie. Darauf baut die gesamte Schulmedizin und natürlich diesbezüglich auch Ärzte benötigt, die im Schnelldurchlauf und ohne jegliches Hinterfragen, denn wer keine Fragen stellt, hat auch jetzt nicht eine Antwort zu erwarten,
das hat eine Entwicklung gebracht, die ist ganz doll traurig, finde ich. Ganz doll traurig. Mhm. Und das ist auch heute das Ergebnis, was wir beobachten. 60-70% der Erkrankungen sind chronisch. Und wir beteiligen uns gar nicht an dem Wort chronisch. Und wir beteiligen uns auch nicht an dem Wort unheilbar. Wer nimmt denn das in den Mund? Das nimmt doch der in den Mund, der einen Patienten behandelt mit einer Herzerkrankung, aber nicht den Patienten, sondern behandelt die Herzerkrankung. Und das Leben vom Lesen zu lösen, sondern zu elektronenmikroskopisch exakt zu diagnostizieren, ist ein Zeitpunkt, in dem wir auch beide als Ärzte in den letzten 30 Jahren niemals die positiven Dinge der Medizin absprechen möchten. Aber wir haben absolut die Basis vom Leben verloren und wir binden das Leben in die Gesundwerdung der Menschen überhaupt nicht mehr ein. Lieber Dietrich, hast du auch das Gefühl, wenn du so zurückschaust auf deine ganzen Arztjahre, ist die Gesellschaft gesünder geworden mit dem ganzen Know-how und Wissen aus der schulmedizinischen, aus der Forschung, oder sind wir eher kränker geworden? Spannend, ich arbeite ja in den USA hauptsächlich, oder? Und es gibt von der WHO so eine Statistik, wo die gesündesten Länder sind mit der größten Langlebigkeit. Und in den USA wird vom Patienten, dem Durchschnittsbürger in den USA, am meisten Geld weggenommen, proportional zum Einkommen in der ganzen Welt. Ja, gibt der Amerikaner für seine eigene Gesundheit am meisten auf. Und von diesen 42 Ländern an der Sterblichkeits- und Raten an chronischer Erkrankung liegt Amerika an 39. Stelle. Noch vor Ecuador und zwei anderen Ländern. Und da sieht man schon, dass da doch ein eigenartiges Missverhältnis ist. Aber ich wollte vielleicht zu der Not von Ärzten noch vielleicht was Persönliches sagen, oder? Ich war in meiner Studentenzeit politisch sehr aktiv. Wir haben damals Kernkraftwerk verhindert in Freiburg und vieles andere umgesetzt, erfolgreich. Und dann nach meiner Grundausbildung in der Medizin wollte ich an die Uni und wollte Psychiater werden. Und nein, 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 nein. Und dann mein Vater war Richter, stellte fest, dass ich auf einer schwarzen Liste war wegen meiner politischen Aktivität. Da war mein erster Eindruck, dass ich gesehen habe, unsere Medizin ist nicht frei. Und wurde eigentlich dadurch gezwungen, nach Amerika auszuwandern, wo ich sofort erfolgreich war. Aber in den USA ist es so, dort ist die Lizenz, die der Arzt bekommt, ein Privileg, das von der Ärztekammer vergeben wird, das ohne Grund entzogen werden darf. Und jetzt, oder ich habe dann meine Erfahrung gemacht, oder mit Spitzeln, die in die Praxis kommen, die ständig gucken, was macht der Klinghardt, oder der ist beliebt, der muss irgendwas falsch machen. Tatsächlich. Oder? Und an meinen Seminaren ständig irgendwelche Spitzel kommen, die gucken genau, was sagt Klinger, was macht er. Und dann oft rechtzeitig gerade noch die Kurve gekratzt habe, um meine Lizenz zu behalten. Wir Ärzte schauen da hilflos zu. Unsere Zeitschriften berichten nichts mehr, was wichtig ist, sondern die Zeitschriften sind alle in der Hand von wenigen, die dann ihre Interessen darüber steuern. Und wir Ärzte müssen tatenlos zuschauen. Sobald wir uns aussprechen, wird uns die Praxis zugemacht. Mit allen Konsequenzen, bis in die Armut, wenn meine Arztfreunde getrieben. Und die Einzigen, die sich aussprechen dürfen, seid ihr die Zuhörer, oder? Ihr seid die, die noch was sagen dürfen. Euch nimmt man noch nicht ernst, oder? Und ihr dürft noch alles sagen. Und ihr dürft selber der Wissenschaft nachgehen und gucken, was alles im Moment schiefläuft. Aber wir Ärzte können nur tatenlos eigentlich zuschauen und gucken natürlich in diesen Graubereichen, die wir noch finden, wo können wir noch Gutes tun? Wo können wir noch was retten? Und machen das ja auch. Aber immer unter dem Risiko, die ganze eigene Existenz zu gefährden. Und das ist ein irrsinniger Dauerstress in uns, wo heute auch bekannt ist, dass in Deutschland die Ärzte haben eine kürzere Lebenserwartung als die Durchschnittsbevölkerung. Und das ist natürlich ein Mitgrund, auch die Art der Medizin. Oder wenn ich als Heiler mich berufen fühle und ins Medizinstudium gehe, oder? Und bin intelligent und bin dann plötzlich in dieser 3-Minuten-Mühle, oder? Wo ich nicht mehr heilen darf. Es ist schrecklich für die Seele. Ganz, ganz schlimm. Aber genau da möchte ich nochmals einhaken. Meine,
ich habe einfach mit meinem Verständnis gelernt, dass man einen kranken Menschen wieder gesund macht, wenn man an die Ursache geht seiner Krankheit. Und das ist für mich eine langwierige Diagnostik dahinter, das zu erkennen. Wie sollte man das zwischen 3 und 15 Minuten schaffen? Das frage ich mich auch. Aber dieser Anspruch ist ja vom ersten Moment gar nicht gewollt. Und wenn, dann haben wir eine Standarddiagnostik. Und wenn die Standarddiagnostik uns einfach die Fragen klärt, die wir in der Standarddiagnostik und in akuten Situationen beantworten, dann ist die Diagnostik abgeschlossen. Ja, das ist natürlich ziemlich traurig, wenn man da wirklich keine Möglichkeit hat. Aber das treibt doch innerlich einen zu Weißglut, wenn man sieht, was möglich wäre. Aber du brauchst die und jene Zeit und hast nicht diese Möglichkeiten. Ja, was sagst du dann dem Patienten? Ja, was sage ich? Sind wir schon mitten bei? Mhm. Ah. Na, was sage ich ihm? Ich sage ihm gar nichts. Ich lasse es ihn nicht mal fühlen, dass ich keine Zeit habe, sondern versuche aus dem in sehr viel Ruhe etwas zu tun. Das ist ja immer die Kunst, dass der Patient nicht merkt, dass da draußen 20 sitzen. Und ich hatte immer auf dem Tresen ein Schild und da stand, wenn dein Arzt sich mit dir befasst, mit Gründlichkeit und ohne Hast, so wird es dir gefallen. Was dir gefällt, das gönn auch allen. Drum übe in Geduld dich fein, bis du wirst an der Reihe sein. Und es war immer der erste Blick und so unter dem Motto, oh ja, 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 schon wieder so viel. Aber eigentlich will ich auch, dass sie für mich Zeit hat. Mhm. Und dadurch werden Tage natürlich immer länger und Sprechzeiten reichen nicht mehr aus. Aber wir haben das alles irgendwo so auch klug entwickeln lassen. Wir haben diese Medizin so entwickeln lassen. Wir gucken nur noch symptomatisch an. Der Doktor untersucht kaum noch. Seit wann bin ich mal so gründlich untersucht worden? Mein Hausarzt, wo ich einmal im Jahr hingehe, tut das schon in dieser Gründlichkeit überhaupt schon seit Jahren nie mehr. Und das ist wirklich traurig. Und damit können wir auch nichts klären. Wir haben den Anspruch gar nicht mehr von Heilung zu sprechen. Denn Heilung braucht ja auch eine Wahrheit. Und die Wahrheit bedeutet, jetzt muss ich verstehen dürfen, wer du bist, was du kannst, wie dein Leben ist. Und deshalb ist es ja so leicht als Familienarzt, weil das Umfeld kennst du. Da brauchst du manchmal gar nicht mehr die großen Fragen. Da weißt du wieder, dass er mit der Bratpfanne von ihr eins übergekriegt hat und nächsten Tag musst du zum Notfall. Aber ich will nur damit sagen, diese Zeit geben wir uns nicht mehr im Leben. Diese Zeit wird in jeglicher Hinsicht auch natürlich Ärzten genommen, aber das ist für meine Begriffe ist das alles auch wirklich politisch gesteuert. Und die Menschen haben gelernt, ihr Problem beim Doktor abzugeben und du hast dich zu kümmern. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir der neuen Generation vermitteln sollten, sondern dass wir Ärzte dafür da sind, vielleicht manchmal mit Respekt und Demut uns vielleicht mit Abstand nochmal den Organismus und deshalb großartige auch Forschungsarbeit von Dietrich zu fühlen über die Kinesiologie, was braucht denn dieser Mensch überhaupt jetzt und wo ist er im Rahmen seiner Regulation noch der Regulation fähig. Für diese Dinge sind im Alltag keine Zeit und die sind auch nicht in einer universitären Ausbildung zu lernen. Das muss man in der Hilflosigkeit. Ich habe das aus Hilflosigkeit. Ich bin als mit ganz viel größerer Motivation angetreten, sofort 1,5 Jahre nach dem Studium als Ärztin niedergelassen und habe für mich am Leben gelernt. Und das war der beste Lehrer für mich. Und niemand hat mir gesagt, du musst das jetzt tun, sondern ich habe versucht zu verstehen. Und wenn das für mich keine Erklärung war, dann habe ich die Antworten gesucht. Und das ist vielleicht heute auch mit der Grund, dass der Blick einfach nicht nur sehr groß geworden ist, sondern auch sehr tief geworden ist. Dass man manchmal mit sehr wenig und mit nur den entscheidenden Schritt irgendwo in der Selbstwahrnehmung vielleicht Riesenmeilensteine endlich vorankommt, weil man eine Klärung schafft, weil man ein Problem erkennt und weil man vielleicht auch mal loslassen kann an einem Punkt, sich damit auch jeden Tag selber immer wieder. Das System ist natürlich immer wieder durch eine sogenannte Fehlinformation in eine Fehlregulation gekommen und die Fehlfunktion folgt dem. Also heute lässt du dich nicht mehr bedrängen durch die Zeit,
Das habe ich ja früher auch nicht gemacht, aber ich war dann natürlich immer erst in den Abenden, späten Nachtstunden zu Hause. Und ich glaube, diese Bereitschaft, diese du nennst dich Heiler, ich denke, es ist dieses auch aus dem tiefsten Herzen, diesen Beruf zu leben und auch für Menschen da zu sein. Und das ist natürlich, mittlerweile steigt das Maß über eine Dimension, die wir so nicht mehr leisten. Und wir sind immer schwächer auch aufgestellt personell, weil Ärzte tendieren an kleine Fachrichtungen. Das ist einfach. Ich kann Freitagmittag abschließen. Ich habe keine Notdienste vielleicht. Das ist keine gute Entwicklung. Liebe Dietrich, in der Schweiz haben wir zum Beispiel eine gesetzliche Versicherung. In Amerika ist es meiner Erachtens ja noch teilweise freiwillig. Man hat eine Versicherung oder man hat keine. Siehst du hier im Bereich des Gesundheitswesens Unterschiede bei Patienten? Ja, die sind riesig. Also in Amerika jetzt seit die Demokraten da sind, die versuchen ja alles zu regulieren, dass es ähnlich wird wie in Europa oder in England, dieses Sozialsystem. England bin ich ja auch tätig als Arzt und England, muss ich sagen, ist ganz schrecklich, ja, weil dort die ganze Bevölkerung medizinisch unterversorgt ist. Es geht 6 Monate. Oder wir hatten in meinem Seminar einen jungen Mann, der hat sich auf dem Weg zum Seminar den Arm gebrochen. Eine offene Fraktur, noch ein Stück raus. Notfall, Ambulanz, Zeug, wir sind überfüllt. 3 Monate lief der mit der offenen Fraktur rum. Es ist unglaublich, nicht mal in Äthiopien würde das passieren. Ja, aber Amerika, da bin ich nun seit 40 Jahren ungefähr. Und in Amerika hat der Patient zumindest bis vor kurzem mal die Wahl gehabt, kaufe ich Versicherung, bezahle ich meine Versicherung und lass dann die Medizin zu, die mir die Versicherung anbietet. Und da wurde eben über die Jahre, wo es immer enger. Früher hat die Versicherung noch Akupunktur noch ein bisschen bezahlt. Und hat vielleicht auch noch ein bisschen Psychotherapie bezahlt. Dann war es, nein, Psychotherapie gehört nicht mehr dazu. Nein, Akupunktur gehört nicht mehr dazu. Nein, das gehört nicht mehr dazu. Das gehört nicht, nur noch das Verschreiben von Medikamenten wurde erlaubt. Und dann haben die Leute natürlich gesagt, okay, meine Versicherung zahlt nicht für die Medizin, die ich haben will. Ich zahle keine Versicherung mehr, ich zahle selber. Und dann hat sich rausgestellt, ich habe dir vorhin einen Fall gesagt, oder, dass bei einer Chemotherapie hat der Patient mal ausgerechnet, es hätte ihn um die $15.000 pro Monat gekostet für mehrere Jahre. Und bei mir waren es $200 pro Monat, die er dann letztlich sich entschieden hat zu bezahlen. Und ist auch gut gelungen. Der ist gesund geworden. Und $15.000, $200, oder? Und das ist eigentlich so das Verhältnis in der Medizin im Moment, dass die Ärzte, die in dieses Versicherungssystem gebunden sind, sind gezwungen, eine Medizin zu praktizieren, die ihnen vorgegeben wird, nicht von Ärzten, von anderen Ärzten, sondern von Sekretärinnen, von Sekretären, von Politikern, die bestimmen, welche Medizin gemacht wird. Und Petra ist ja den gleichen Weg gegangen wie ich. Irgendwann hatten wir den Mut zu sagen, nein, Versicherung aus, alles aus. Bei mir kommt der Patient und bezahlt seine Rechnung am Ende des Besuchs und er weiß genau, für wie viel Zeit hat er bezahlt. Bei mir gibt es zum Beispiel, ich mache viele Injektionen, gibt es alle umsonst. Bei mir wird nach Zeit abgerechnet. Denn die Zeit ist mein wertvollstes Gut, was ich dem Patienten geben kann. Und dadurch hat sich meine Medizin wahnsinnig rasch weiterentwickelt. Ja, dass der Patient zu mir kommt, er ist selbst verantwortlich für das, was er bezahlt. Keine dritte Instanz. Ich bin verantwortlich, den Patienten so zu behandeln, dass er den Erfolg spürt und dass er wiederkommt. Die Schulmedizin ist ja völlig abgekoppelt jetzt vom Erfolg, oder? Der Patient geht immer wieder dahin, ob es nun funktioniert oder nicht. Und der Nachschub ist da. Bei mir kommt der Patient nur, bei dir ja auch, wenn Erfolg da ist, oder? Und dadurch hat sich unsere Medizin einfach in Richtung der wirklichen Wahrheit entwickelt. Denn die Wahrheit ist das, was funktioniert. Nicht Wer halt hat recht. Ja, ja. Und dadurch leben wir jetzt eine Medizin, die unglaublich erfüllend ist.
Ja, tieferfüllend, aber ich habe früher immer in diesen Jahren als Landärztin den Menschen immer versucht zu erklären, das ist schon auch in einem großen zivilisierten Land ein Reichtum, dass du eine Krankenversicherung hast, die sorgt für dich, wenn du einen Infarkt hast. Die holt dich beim Unfallgeschehen ab, die übernimmt die Kosten für eine Herzklappe. Das darf man auch alles nicht unterschätzen, aber sie ist im Moment vielleicht nicht in der Lage, noch die ganze Fürsorge, Prävention und auch eine Medizin noch zu finanzieren. So habe ich versucht, eigentlich Menschen diesbezüglich zu engagieren und auch sie in die Eigenverantwortung mitzunehmen. Denn sehr viel ist natürlich auch wirklich hausgemacht. Und sehr viel ist auch bitte nicht als Schuldzuweisung, aber in der Eigenverantwortung meines eigenen Lebens bitte zu beobachten. Es muss niemand schon mit 50 oder 60 in einen Typ-2-Diabetes gehen. Da ist viel, viel, viel geschehen. Das sind also zum großen Teil hausgemachte Probleme. Und im Rahmen dessen, glaube ich, Krankheit kann manchmal so eine gute Tür öffnen für neue Wege, für wenn dann Vertrauen da ist und Authentizität. Und ich glaube, das war für mich nachher, ich musste es ja dann auch ausgliedern, das war ja gar nicht mehr möglich, bei den vielen Hausbesuchen und auch Patienten vor Ort noch viele andere zu betreuen. Und habe es dann auch ausgegliedert, aber es war ein unglaubliches anderes Vorankommen, weil ich investiere jetzt in mich, ich investiere in meine Gesundheit. Ich weiß um Menschen, die den Typ 2 Diabetes hatten. Ich habe damals schon immer UVB, HOT gemacht. Die sind ja überhaupt nicht einmal mehr dann zum Lasern der Augen gefahren. Menschen mit schweren arteriellen Durchblutungsstörungen, Beinamputation, waren nächsten Tag angekündigt, kommen, unterschreiben Sie auf eigene Reserve, wir machen HOT. Der ist bis 15 Jahre oder 10 Jahre noch auf zwei Beinen gelaufen, hat weiter geraucht. Ich war zu inkonsequent, würde ich heute nie tun. Entscheide dich, Mensch, rauch weiter oder nie eine Amputation mehr. Aber das sind Dinge, die erfährt man ja erst. Die lernt man ja erst am Leben. Aber ich will nur damit sagen, es ist manchmal gar nicht so schlecht, dass man nicht, sag ich mal, den Menschen mit einer gewissen Motivation dann auch in die Eigenverantwortung wieder zurücknimmt. Klar. Und ich finde, dafür sind wir da. Sokrates hat gesagt, wenn der Patient sich nicht verändert, darfst du ihm gar nicht helfen. So unter dem Motto, zeig ihm einen Weg und er entscheidet. Es gibt diese fantastische Arbeit von Großarzt Maticek, der wirklich betont, was du sagst, dass wenn wir dem Patienten helfen, in die Autonomie zu kommen, dann verändert sich der Patient und dann gelingt ganz vieles. Und da muss ich jetzt mal ein Loblied singen aufs Internet, oder? Ja. Das Internet mit allen seinen Schattenseiten, aber gibt heute jedem lebenden Menschen die Möglichkeit, sich zu informieren. Nur um gleich die Schattenseite anzusagen, oder? Die Industrie, die damit ihre Patienten verliert, ist natürlich auch wach. Und es gibt mehr Arbeiten veröffentlicht, die zeigen, wie hochgefährlich die Gabe von Vitamin D3 ist, als es Arbeiten gibt, die zeigen, was für ein Wundermittel das ist, oder? Und wenn man nicht weiß, wie man wissenschaftliche Arbeiten liest, dann kann der Laie nicht erkennen, okay, hier sind 5 Arbeiten, die sagen, Vitamin D3 ist gefährlich. Und hier ist eine Arbeit, die sagt, es ist ganz fantastisch. Wem vertraue ich jetzt, oder? Aber in der Ärzteausbildung ist D3 kein Thema, oder? Ja, nein. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Das ist, oder kann er nicht mehr buchstabieren. Aber da ist dann vielleicht doch unsere Rolle als Arzt dann da, zu sagen, okay, das stimmt nicht, das sind Lügen, das ist wahr. Oder? Um dem Patienten zu helfen, sich zu orientieren, da sind wir eher Erzieher, oder? Als Ärzte heute, oder? Was wir auch Lehrer. Ja, Lehrer, ja. Und auch oft sind es Patienten, die unglaublich wertvolle Informationen bringen, wo man sagt, lass mich damit beschäftigen und dann gebe ich dir ein Feedback, aber nicht sie vom Tisch das zu fegen. Das glaube ich euch zweien ja sofort, aber wenn ich so einen 28-jähriger junger Arzt bei mir gehabt, der gerade Studium fertig hatte und der war schon so gerade neben dem lieben Gott die Nummer 2. Also gefühlt, und das finde ich ja auch gut, weil er ja voller Leidenschaft ist, aber die Erfahrung, die Weisheit über viele 30, 40 Jahre Medizin zu betreiben, ist natürlich noch nicht da, sondern rein das, was ihm gesagt wurde, was ja auch gut ist als Basis, als schulmedizinisches Werkzeug.
verstehe ich schon. Naja, und wenn man natürlich in diesem Alter ist und gelernt hat, dass die Multiple Sklerose nicht heilbar ist, ist man super zufrieden als Arzt, wenn die Erkrankung nicht weiter fortschreitet. Ja. Wir wissen, oder? Mhm. Es gibt ganz andere Ergebnisse, wenn wir unsere Medizin anwenden und sind erst zufrieden, wenn wir da am Ende sind, oder? Und so ein junger Arzt hat gelernt, dass es ganz viele Grenzen gibt, was chronische Erkrankungen angeht, wo man nicht erwarten soll, dass da noch irgendwas besser wird, oder? Ja. Und sind dann glücklich und stolz, wenn sie den Patienten da halten können, oder? Und wir Alten sagen uns, nein, jede Erkrankung ist heilbar. Und das ist das schöne Schlusswort von dir, lieber Dietrich. Ich persönlich stehe auf ein anderes Zitat noch, was ich gerade gefunden habe. Und das war von Wilhelm Hufeland von 1762 bis 1836. Wisst ihr, welches Zitat kommt? Na, bestimmt. Ihr kennt es beide. Vorbeugen ist besser als heilen. Ja. Genau. Wusste ich gar nicht, dass das von ihm stammt, vom Hufeland. Aber ich finde, da sollte man eigentlich ansetzen. Und erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und hier fehlt mir noch vollständig ein Gesundheitssystem, was sich der Prävention und der Vorbeugung widmet. Ja. Leider. Nun gut, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr weiterhin als Lehrer tätig sein könnt, ganz viele Menschen erreicht, viele Ärzte, sich euren Weisheiten bedient oder diese Sichtweise in Betracht ziehen bei ihrem Weg, zu einem erfahrenen Arzt zu werden. Dankeschön. Danke für eure Geduld. Danke, Alex. Danke für die Sendung. Danke. Und Ihnen auch alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.